Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind hier in Akt 5, 4, glaube ich. 5, ja, 5. Und, jo, schon ziemlich weit. Also für, jo, wenige Parts. Also, wir kommen schnell vorwärts, weil wir auch uns nicht mehr so viel Zeit nehmen, irgendwas zu erkunden oder so. Es lohnt sich jetzt noch nicht so. Also es ist, das Spiel zögert sich jetzt immer mehr, also nicht mehr, aber sogar weniger, aber am Anfang ist es einfach so ein bisschen langsam vorwärts gegangen. Es liegt daran, dass die Gegner auch bizarr wurden, die stärker und so. Das ist für mich, jo, so auf die Dauer gar nicht mal so spannend ist. Also ich habe jetzt nämlich noch einen Falconier, den ich schon lange angefangen habe, nach diesen Streams da am Anfang. Angefangen habe, endlich mal so weit gebracht, wie er ist hier. Und, also dieser Charakter. Und das hat mich jetzt auch wieder sehr viel Zeit gekostet. Leider machen sie genau das, dass die Kampagne leider ja nicht so lange geht und nicht so tutorialmäßig ist. Eher schlimmer damit. Also ich hoffe einfach, dass der nächste Patch wieder ein besserer wird, als der 1.0 Patch, weil er ist einfach nicht würdig für eine Vollversion. Da hätten sie mindestens die zwei Kampagnen noch machen können und alles ein bisschen kürzer machen können. Sie machen aber immer die wichtigen Sachen nicht. Es ist halt schon ein bisschen für Langzeitspieler schon ächzend. Es ist nicht langweilig, aber es ist nervig. Und jo, so langsam sind wir stark. Wir haben im letzten Part ja auch das Unique gefunden, das wir brauchen fest. Und das ist dieser Suppenlöffel. Und sonst, jo, ich sehe einfach nicht viel Fortschritt. Der Circle oder die Gilde oder so, der Zug, der Zukunft eigentlich, ist leider auch zweimal genervt worden. Der war zu heftig und jetzt ist er zu wenig, glaube ich. Jetzt müssen sie wieder buffen oder so. Und da habe ich nicht so gute Motivation. Ich will ja lieber, dass das Spiel eigentlich kürzer ist, weniger lange geht. Aber ihr wisst ja, ich habe immer ein bisschen Zeitprobleme und ja, ich habe ja ein paar Monate gebraucht, ungefähr 4 Monate, um wirklich gute Builds machen zu können. Es tut wie so schleppen, das ist nicht so tolle. Aber der Bild macht Spaß, das ist immerhin einfach der Fall. Man sieht, er kann noch viel erreichen, er wird auch noch viel erreichen. Nur eben mit so wenig Parts, ich muss jetzt unbedingt bessere Parts, also mehr Parts machen. Jo. Wird halt auch Dinge, ich muss nachschauen, das ist mir ein bisschen zu kompliziert momentan. 2 unten, ja, habe ich mir gedacht. Qualen, wir müssen Qualen verbreiten. Und diese Qualen über die blöden Spam-Handelspots. Wie viel man kann Spam? Das ist eine absolute Frechheit. Okay, jetzt übertreibe ich ein bisschen. And that should do it. This waypoint's harder than I anticipated. But no worries. All good now. Just in time. Looks like we've got company. Anyway, off you go. I'll see you on the other side. Ortalismus. Jo, diese Zwischensequenzen können sich ankündigen. Die sind sofort da. Ladezeiten. 5 Stunden. Nein. Einfach kurz mal ein bisschen warten, liebes Spiel, damit ich fertig reden kann. So, dieser Akt weiß ich schon. Den Ding-Schamanen. Stone Elemental, also Stein-Elementar-Schamane. Er wird nicht, leider nicht so überarbeitet sein wie die anderen Akte. Also die Gegner, jo, sind ein bisschen anders, aber nicht genügend anders. Also es, jo, optisch ein bisschen dunkler geworden und so.
aber bin ein bisschen enttäuscht von meinem Lieblingsakt. Naja, der wurde ja erst kürzlich überarbeitet, stimmt. So, ja, ein paar andere Sachen wurden erst kürzlich gemacht. Ich weiß gar nicht genau, ob das im März gewesen ist letztes Jahr, schon ein Jahr her, oder ob es später oder früher war. Genau, diese Drohnen hier, also diese Roboter, die sind ziemlich stark gewesen für meinen schwachen Schamanen. Der hat halt diese Steinelementare noch nicht beschwören können. Und Totems machen einfach zu wenig Schaden, wenn du nicht auf Totem passive Punkte gehst und so. War ein bisschen mühsam hier durchzuplanen. Aber ich sehe gerade, ja, unser Warlock ist doch genügend stark. Ein faules Gespenst, da bin ich. Ein faules Gespenst. Jo, ich finde momentan Diablo 2 Remoded so cool. Es war auch ein bisschen nervig, dass da zu viele Monster hat und so, aber zu starke Monster zwischendurch auch. Aber ich bin jetzt momentan eher so der Gestalter und ja, der Entwickler als irgendwie der Hack and Slay. Ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit, auch durch das schwere Fußballtraining, da mich immer rein zu versetzen in diesen, ja, was muss ich gerade machen, wann muss ich einen Part aufnehmen, wann muss ich hochladen, Sache. Das ist ziemlich schwer, wenn du da so Unterbrüche ständig hast. Ich fühle mich auch nicht mehr so wach, also es ist doch ein bisschen gerade einfach die Luft raus. Ich hoffe, es wird wieder besser. Aber jetzt muss zuerst mal ein bisschen Balancing auch her. Jetzt muss auch ein bisschen Neues kommen. Endgame endlich mal gemacht werden. Das dauert ein bisschen einige Zeit, bis man sich wieder ja richtig wohlfühlt als Spieler. Man spielt ja so viel. Man möchte doch irgendwas mal endlich Neues sehen. Nicht nur die Grafik. Oder neue Charakterklassen. Das hat mich jetzt gar nicht. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gebraucht. Weil zum Beispiel, also der Warlock, ich bin nicht so interessiert in Warlock, in Hexenmeister. Nein, habe ich nicht. Ich habe einen zu wenigen guten Charakter. Genau, es ist wie, als würde mich das Spiel jetzt gerade nicht abholen. Sagen, jo, komm, wir kümmern uns nicht um den Drago Basel, wir kümmern uns um Casuals oder um die Leute, die wirklich auch Supporter-Packs kaufen und so. Also es ist momentan eigentlich nicht so mein Spiel, oder? Sie bringen kein Update, wo wirklich Content bringt oder so. Diese zwei Gilden, die sind auch nicht gerade so heftigen Content. Es gibt da zwar Missionen, ja, aber so wie ich gelesen habe, macht kaum jemand diese Mission. Weil es auch sehr lange geht zum Leveln. Und wenn wirklich nur zum Leveln. Weil scheinbar irgendwie, jo, das Drop-Muster auch nicht so verändert wird. Sie haben wie zu wenig geändert im Drop, dass es sich wirklich lohnt. Und falls man nicht mehr weiterkommt, muss man sowieso zu der Händlergilde gehen. Und dort die Sachen kaufen mit dem Geld, dass ihr schon sehr viel habt dann um diese Zeit. Die schießen auch random, das finde ich immer so ein bisschen ablenkend. Ja, jetzt habe ich einfach ganz schnell gesagt, jetzt mache ich doch noch einen Part mehr. Und hoffe einfach, dass dann nicht immer jeden zweiten Tag ein Part kommen muss. So ein, ja, jeden Part. Ja, jeden Tag ein Part. Ja, jeden Part. Habt ihr Parts pro Tag? Also, ein paar Parts habt ihr schon pro Tag. So, und jo. Genau. Und schau einfach, dass mir Monolith noch sicher wieder mehr Spaß machen wird. Ich höre jetzt auf, wirklich die Builds anzuschauen und so. Ich habe jetzt mehrere Builds gefunden und sagte, ja, ich spiele die, aber nein, sie brauchen Unix, die man immer nur im Endgame farmen kann.
finde ich eine Frechheit, dass man absolut Corruption 100 Empowered Monolithen braucht für so Builds. Das ist unglaublich nervig. Deshalb habe ich in 4 Monate gebraucht, um wirklich einen tollen Build, diesen Blitzrunenmeister, Blitzexplosionsrunenmeister zu spielen und gut zu spielen, und hatte auch keine Zeit mehr. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber ja, ich gebe mir auch Mühe, dass es wieder besser wird bei mir. Aber ich bin halt kein Streamer, also ich habe zu wenig Zuschauer. Ich könnte streamen, aber wenn niemand zuschaut, möchte ich nicht streamen. Also es müsst ihr ein bisschen die Videos schauen, ein bisschen Kommentare posten und so. Dann kann ich wieder ein bisschen besser streamen. Weil zeitlich mit diesen ständigen Trainings, oder? Beim Krafttraining und so mache ich viel Kampfsport, viel und auch für Fußball mega trainieren. Kann ich das einfach nicht so gut machen, die Streams. Es lohnt sich ja für mich auch nicht so. Aber wenn es sich lohnt, dann mache ich es gerne. Ja, dann komme ich auch Fortschritte über, dann jo, kann ich ein bisschen auf euch schauen und so. Aber das ist wirklich ziemlich momentan Flaute bei YouTube, bei allen. Ich habe jetzt ein paar Leute verfolgt, zum Beispiel Heisenberg zockt wegen dem Transportfieber. Es gefällt mir nicht so, was er macht. Gorobai wegen Planet Zoo. Ist leider auch nur noch irgendwelche Maps-Vorstellungen von anderen Spielern und so. Dann auch ZwergTube, wo ich immer so sehr gerne verfolge auf Twitch. Hat auch nicht mehr so viele Uploads. Streamt, glaube ich, auch nicht mehr so viele. Und andere, größere, jo, bin ich nicht so Fan. Bin irgendwann mal ein bisschen enttäuscht von dem Kapitalismus, von dem oh, Werbung, bitte, spendet mir etwas. Und so Sachen, ständige diese Spende, oh, spendet mir etwas, bitte, ich habe zu wenig Geld. Und so Sachen, das Herumgejammere, ja, Mann, es sind keine Bettler. Bettler könnte ich ja wenigstens mal noch zuhören, aber irgendwie Leute, die nach Gier und so betteln, das ist unglaublich. Und halt immer bei diesen Social-Media-Plattformen wie TikTok sind und dann ständig irgendwie nerven. Und dann gibt es immer da dieses Ding, und der ist so schlecht und der ist so schlecht. Es geht mir auf den Keks, also so Sachen schaue ich überhaupt nicht. Es wird aber so oft gemacht. Oh, der hat wieder einen Skandal und der und oh, die hat über die Schweiz gelästert oder über einen anderen Stream und oh, so und so. So Boulevard bin ich schon lange eigentlich immer draus. So habe ich noch nie begonnen mit Boulevard. Ja, und das macht mich eigentlich auch ein bisschen arbeitslos zwischen den Uploads und so. Ich schaue nicht mehr gerne YouTuber an oder Twitcher. Also wenn ihr mal jemand kennt, oder euch selber, dann dürft ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr ein bisschen Werbung machen. Aber, ja, ich muss auch herausfinden, wer lohnt sich denn, oder? Heutzutage ist alles irgendwie schlechte Qualität und gute Quantity. Man hat irgendwie zu wenig Zeit plötzlich, oder? Ich bin nämlich schon seit 2006... dran am YouTube Leute unterstützen, und jo, es läuft meistens irgendwie schief. Ich hätte Lust, jemanden zu unterstützen, weil ich auch Zeit habe und auch ein guter Mensch bin. Aber wen soll ich schon unterstützen, wenn die ganze Zeit immer nur, oh, ich muss das dringend bewerben? Immer diese Werbung in den Videos. Ich will keine Werbung mehr in den Videos. Das sind die Kommentare von irgendwelchen Empfehlungen oder so. Natürlich schon viel, viel besser Ding. Also macht es ruhig. Also ja, es ist momentan auch nicht so viel los. Es posten nicht mehr so viele bei mir. Keine Ahnung wieso. Es schreibt irgendwie fast niemand. Die Videos werden besser geschaut. Habe ich euch schon letztes Mal, glaube ich, gesagt. Die werden länger geschaut. Bin ich froh. Aber irgendwie postet kaum jemand mehr. Also, es fragt auch niemand mehr.
Es hat zum Beispiel jemand gefragt, jo, wie du das so machst mit dem Craften. Und ich habe gesagt, ich crafte erst, wenn ich wirklich weiß, diese Items sind für mich. Ich trage sie mehrere Levels und so Sachen. Und bin auch nicht so der gerne Leveler. Crafter. Aber, also ich levele zu schnell sozusagen. Ist hier, okay, sind sie einfach versteckt. Dachte schon, hier, da ist keine. Ja, so anfangs, wo man noch Items braucht, kann man solche Verstecke. Also sie sind nicht mehr versteckt. Das wurde so offensichtlich jetzt gemacht. Ja, es ist nicht so gut gemacht. Hier fliegt noch eine Kiste. Aber okay. Da gibt es scheinbar ein Rework. Es fliegen immer wieder Kisten. Sie fliegen gerne rum. So. Ich bin gerade lernen, wie man Physik Engines entwickelt. Ist mir ein bisschen zu schwer. Alle Gegner wieder. Jo, es ist mir momentan wirklich schwer, oder? Ich habe mit Game Design auch wieder sehr viel Zeit, die weggeht, oder? Also ich muss sehr viel Zeit mir nehmen, sonst komme ich einfach nicht vorwärts. Ich bin in der Nacht am Regnum spielen gewesen, weil dort 250% mehr XP gab. Hat sich nicht gelohnt, weil kein Spieler online war. Wir waren ungefähr zu dritt gegen ungefähr 20, 30 Syrten in Alysios. Hat sich nicht gelohnt, ich bin immer wieder gestorben. Jo. Also wenn ich mehr sterbe, als irgendwelche Hits abholen kann, also dann ja, bin ich mit meinem schlechten Charakter aber nicht schuld, oder? Weil ich kann dann einfach nichts machen. Was ist jetzt für ein Problem mit dem Schrein? Okay, es geht. Geht, wenn man so richtig drückt. Aber der Schrein ist scheinbar verbuggt. Man darf nicht unten drücken, man muss oben drücken. Also wenn es um mir geht, würde ich gerne ja, mehr Zeit haben. Einfach mehr Zeit, viel mehr Zeit. Weil ich bin auch ein Mensch, der sehr viel machen kann. Aber wenn ich zu viel mache, dann bin ich total überfordert, dann bin ich müde. Und jo, kann meine Freunde nicht mehr so treffen und so weiter. Da habe ich heute jetzt auch wieder gemacht. Jetzt ist halt erst ein Part, es ist gekommen, Transport Fever, erst später erschienen, um 2 ungefähr. Aber es dauert auch mit einem Kollegen mal, jo, kaufen zu gehen. Wir sind nämlich hin. Einem Elektronikfachgeschäft gewesen, weil ich ja eine neue Maus brauche. Und ein neues Mikrofon, aber das finde ich online nicht. Also ja, ich weiß nicht welches Mikrofon. Weil ich kann kein Standmikrofon. Ich kann es nicht einfach auf den Tisch stellen. Es wird im Weg sein. Und es würde mir auch für den Rücken nicht gut tun, so weit runter immer zu knicken. Ich bin einfach groß. Ich brauche wirklich einen großen, langen Hals fürs Mikrofon. Und das gibt's einfach kaum. Ich weiß nicht wieso, weil es nicht so beliebt ist, weil es vielleicht größer ist, aber keine Ahnung. Ich habe manche Sachen, Besorgnis, einfach Probleme. Jetzt haben wir einfach kurz, weil er wahrscheinlich eine Xbox Series X kauft oder so. Ich weiß auch nicht, was die beste Konsole ist, aber er will die beste. Kurz in einem Fachgeschäft in Basel gewesen und ich habe 4 Stunden gebraucht. Nur zum Kurzschauen. Weil einfach, ja, vor allem einfach die Straßenbahnen so arschlangsam sind, dass würde man. Ja, laufen? Keine Ahnung, aber ja, ist die einzige Möglichkeit, gut nach Basel zu kommen. Okay, mit dem Zug, aber da muss man auch umsteigen und dann trotzdem Straßenbahn fahren. Nee. Keine Ahnung, was die mit den
Transportwesen machen, aber es ist vieles sehr schlimm hier in der Region. Es ist alles einfach zu voll. Es sind zu viele Leute in der Region Basel. Unglaublich, auch wenn die Stadt schrumpft, also von einmal zurückgeht. Ja, wir waren mal die zweitgrößte Stadt in der Schweiz und jetzt sind wir, glaube ich, nicht mal Vierter. Ich glaube, ich rutschen noch in den vierten Platz runter, weil der Platz nicht stimmt. Wir haben zu wenig Platz für mehr Leute. Wir wollen Leute weg, loswerden. Und leider kommen sehr viele Ausländer nach Basel, was wahrscheinlich am günstigsten ist. Und das ist das größte Problem, oder? Es ist einfach, wir können uns gar nicht mehr ausbreiten, wenn wir schon Schweizer sind. Aber Basel ist wirklich, ja, sehr ausländisch. Großzügig oder so. Auch Deutsche zum Beispiel, vor allem Ärzte oder so. Da hatten wir natürlich immer gerne einen. Ich hoffe einfach so langsam, dass unsere Vorstädte, also Städte an Basel dran, nicht mehr wachsen. Dass es allgemein ein bisschen zurückgeht. Es sind einfach viel zu viele Menschen. Ist wahrscheinlich in Deutschland, Ruhrpott und so auch so. Es gibt einfach viel zu viele Menschen. Die YouTube-Videos scheinbar nicht schön. Nein, es ist gut mit den Aufrufezahlen. Es reicht. Aber ja, ich kann wie jetzt momentan kein Game, das wirklich sehr aktuell ist, finden. Und wenn ich mitmache bei einem neuen Game, ich habe trotzdem nicht so viele Zuschauer, weil ich einfach nicht gefunden werde. Ich mache keine Werbung, das ist das Problem. Uns wollen vielleicht viele auch nicht unbedingt so sehr mitmachen. Bei mir sind vor allem 37 bis 48, glaube ich, Jahre alte Menschen am Schauen. Also älter als ich. Wahrscheinlich wegen meiner Stimme. Und die haben sicher nicht so viel Zeit und Lust, immer dabei zu sein. Also ich müsste wieder Jüngere anlocken vielleicht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Oder wie ich es machen soll. Aber Hack and Slay ist meistens so 40 Jahre alte Leute. Das stimmt. Also weniger Hack and Slays bringen. Also mit meinem Game würde ich dann noch mehr also so 40-Jährige anlocken. Vor allem die Leute, die wirklich in der Jugend oder im jungen Erwachsenen Gothic gespielt haben, Diablo 2 gespielt haben und zum Beispiel Spellforce und so. So Leute werde ich dann wahrscheinlich anlocken. Oder Morrowind Leute. Also ich möchte nicht ein Hack and Slay machen, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Obwohl, es muss viel Hack and Slay sein, damit ich auch motiviert bin. Aber mehr auf so reale NPCs und so noch setzen. Und natürlich dann alles online auch noch verbessern, also einstellen, dass es gut online spielbar ist, dass ihr Server habt, dass ihr auf den Server auch viel einstellen könnt, falls ihr einen eigenen Server macht. So Sachen. Ich möchte es sozial machen, das Game, aber das kann ich von Anfang an nicht machen. Weil ich muss ja die Server bezahlen oder ich muss auch die Leute bezahlen, die die Server machen sollen. Und das ist das Hauptproblem. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, aber ja, wir werden sehen. So, hier muss ich leider auch schauen. Das ist der Riss. Da oben. Ah, mehr Mana kosten, oje. 2 und 3. Okay, dann gehen wir mal hier. Genau, ne, große Widerstand. Muss ich hier klicken? Okay, ja. Lohnt sich. Machen wir schon sehr, sehr viel. Durch irgendwelche Passiven auch. So, und hier ist einer unten noch. Ja, nehme ich. Und dann 2 und 3. 2 und 3. Gut, dann weiß ich hier auch weiter. Und hier bin ich sicher, wir müssen noch einen Knochen. Da habe ich schon mal einen zweiten Punkt eingesetzt. Musste aber ein Item austauschen. Ich habe den. Nein, irgendwie der Helm war es, glaube ich, oder so. Okay. Verstanden.
Gut hat man einen Guide, sonst wäre es natürlich schwer, da immer wieder Theorie craften zu machen. Ja, und hier muss ich ja hier oben schnell. Und wir haben einen Heidenschleier. Sieht ziemlich cool aus. Wir könnten es jetzt gerade kurz mal einsetzen, anstelle von hier. Okay, das ist geil, aber kanalisieren auch. Ziemlich viel kanalisieren. Ah, Grenze. Stirbt! Oh, geil! Also, wir haben einfach eine Kugel auf uns. Okay, nice. Genial! Also, hey, die haben so viel gemacht, dass die Zauber geil aussehen. Sieht fantastisch aus. Ah, muss ich es nochmal sagen, dass mir die Grafik eigentlich gereicht hat? Es sind viele am Nörgeln, es wird zu wenig dunkel sein und so. Und jetzt haben sie die Gebiete immerhin schon dunkel gemacht. Die Zauber vom Hexenmeister sind natürlich auch dunkler, oder? Ist nicht mehr so strahlend hell, das war ja und so. Nur Nekrotik vom Aussehen könnte dunkler sein. Es sieht so aus, als würde jemand irgendwie, weiß nicht, Laserschwert oder so schwingen. Sieht für mich nicht gerade sehr düster aus. Sehr. Ja, ich bin halt Diablo 2 am Zocken immer wieder. Ich bin gewöhnt, dunkle Gebiete zu haben und so. Das gibt es in Last Epoch gar noch nicht. Die machen das gar nicht so dunkel, dass man die Gegner nicht sieht und so. Finde ich ein bisschen schade. Macht aber den Spielfluss schon ein bisschen besser. Also ich tu da gar nicht mal so dran leiden. So. Also. Ich mache den Part mal weniger lange. Ich will jetzt nicht das nächste Gebiet noch durchwandern bis zum nächsten Wegpunkt. Und jo, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sind wieder vorwärts gekommen. Ich hoffe, dass ich bald noch mehr Zeit habe, mehr Folgen aufzunehmen, dass wieder häufiger Folgen kommt. Und genau. Dankeschön fürs auch Spaß haben, dass euch das Game interessiert. Und falls ihr irgendwie etwas nicht mögt, schreibt es in die Kommentare oder auch wenn ihr etwas mögt. Genau, und ich habe eine Discord-Community, da dürft ihr auch gerne etwas schreiben, gell? Dankeschön und tschüss.